Konbanwa, Minasan, hier ist er wieder, euer Lord Kalf mit einem Unboxing. Also noch nicht mit dem versprochenen Let's Play, das folgt noch. Und zwar die langersehnte Neon Box, die erste in diesem Jahr. Und ich freue mich tierisch. Ja, das ist doch immer wieder ein wundervolles Erlebnis im Monat, wo ich mich echt massiv drüber freue. Diesmal ist das Thema Winter Tea Time. Winterteezeit, wieder ein wunderschönes Bild auf dem, was uns hier erwartet. Und ihr habt zumindest auf dem Zettel gelesen, da ist wieder eine Figur drin. Bin sehr gespannt, in welcher Form und wie groß. Hier natürlich das Lootheft der Neon Box von Januar 2019. Und das erste Item, was wir hier haben, ist. Ich tippe mal auf T, aber ich bin mir nicht sicher. Das Licht schmeichelt mir heute übrigens überhaupt nicht. Ich lasse es mal einfach zu. Es sieht wunderschön aus. Ich will es gar nicht kaputt machen. Aber laut dem Topic. Gut, man riecht jetzt nichts. Hier steht irgendwas von 35 Gramm. Ich tippe mal auf Teebeutel. Fühlt sich auch so ein bisschen danach an. Wir lassen es mal zu. Kommen wir also zu dem nächsten Item, was ein kleines Plushie ist. Finde ich total lieb. Ihr werdet es erkennen, ich kann mir leider beim besten Willen den Namen von dieser Figur nicht merken. Wir hatten davon so ein Neujahrs-Item gehabt. Ich pack es einmal mit Le Messer auf, damit wir ja nicht Zeit verschwenden. Eure wertvolle Zuschauerzeit, damit ihr endlich diese Box bestellt. Die ist übrigens unverlinkt in der Beschreibung. Falls ihr weiterhin euch nicht schlüssig seid, natürlich weiterhin gerne. Herzlich eingeladen, bei mir zuzuschauen. Und es kann sein, dass ich durch einen Zulieferfehler mal wieder eine Loot-Anime verschenken kann. Und geht es denn nicht auf hier? Wer da trotzdem Fan von den Items ist, ihr kennt meine Reaktion auf die letzte, aber hast ja dennoch nicht, dass es nicht geile Items sind. So, kommen wir zum Item ohne großes Gelaber. Ihr kennt den Kleinen von One Piece. Und ich finde das eine coole Idee. So irgendwie Kugeln drin, wahrscheinlich damit er steht. Finde ich als Designidee voll lustig. Sehr, sehr nice. Also, schon das erste Item überzeugt. Kommen wir zum nächsten und das ist aus Pokémon. Irgendwie 8-Bit-Style. Ich got you. Und Snorlax, also Relaxo und Enton! Ich will Enton! Das sind im. Mini-Taul, okay. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, also bitte lass das Enton sein. Bitte, bitte, bitte. Falls da jemand draußen übrigens auch eine Neon-Box hat und ich jetzt Pech habe, dann bitte tauschen. Und wir haben. Was ist er denn? Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, wer das sein soll oder was das sein soll. Ist das Nummer 14? Ich bin mir gerade beim besten Willen nicht sicher, was das sein soll. Also Anton hätte ich massiv gefeiert. Relaxe auch, aber den. Ich tippe mal drauf, dass es dieses. Elektro-Pokémon, wo ich gerade beim besten Willen nicht auf den Namen komme. Es ist eine liebe Idee, auf jeden Fall. Also, leider Pech gehabt mit dem Taul, aber dennoch für Pokémon-Fans ein sehr, sehr cooles Accessoire. So ein kleiner Lappen halt. Du Lappen. Ich sehe schon eine Riesenfigur wieder. Das ist halt so wahnsinnig Neon Box. Das geht überhaupt nicht klar. Dann haben wir hier eine kleine Metalldose, würde ich behaupten. Ja, mit zum Zumachen oben. Quasi zum Wiederverschließen. In einem wunderschönen Design. Upp, machen wir das mal richtig zu, damit es auch richtig ausschaut. Ah, jetzt ist es so. Hat so einen leichten Magnet. Ein wunderschönes Design. Gefällt mir. Also irgendwas zum Wiederverschließen, damit der Geruch nicht rauskommt. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. Echt cooles Accessoire. Gefällt mir. Jo, hier haben wir jetzt was sehr Schweres. Wieder natürlich
ganz viele Schriftzeichen drauf. TS Factory. Pirot. Keine Ahnung, was das sein soll. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, echt massiv. Und lasst uns gespannt sein. Es ist ein Tongefäß. Asta. Von, ich komme gerade nicht drauf. Helft's mal. Sei lieb, Webcam, und fang's richtig ein. Irgendwie habe ich heute massive Lichtprobleme. Das ist äußerst schade. Also sieht man auf jeden Fall richtig gut. Und hier hinten noch das Logo von dem Anime. Da steht irgendwas von Black Clover. Was schätze ich mal, die Serie ist... Wow, ist geil. Wirklich komplett massiv. Zum Tee trinken zum Beispiel. Ideal. Also hammergeile Qualität. Also bin wie immer... wow. Also, kein Vergleich zu anderen Boxen. Wirklich null. Das ist einfach nur wow. Diesmal haben wir tatsächlich wieder wenige Items in der Box, aber halt wie gesagt dafür alles massiv hochwertig. Und zwar ist das letzte Item tatsächlich die Figur zu einer... Oh mein Gott, wie geil ist das bitte? Also wer davon kein Fan ist, der hat die letzten Jahre definitiv verpennt. Also das habe ich mir überhaupt nicht gedacht. Also wow. Einfach nur wow. Ich zeig's euch nochmal ganz kurz und pack's gleich aus. Das ist Hatsune Miku in der Second Season Winter Version. Leute, das ist krass. Ich habe schon lange überlegt, ob ich mir nicht selbst mal eine Hatsune Miku Figur bestelle, und jetzt macht es mir einfach mal in ihren Box einfach und sagt, jo, du kriegst eine Hatsune Miku Figur. Alter. Ist ein Wahnsinnig. Die schaut so geil aus. Und ich öffne sie natürlich mit euch und baue sie mit euch zusammen. Ich weiß, ich sollte die Figuren mehr nach oben halten, aber irgendwie gefällt mir der Kamerawinkel erst noch nicht so recht, aber irgendwann werde ich definitiv da mal drüber nachdenken, da was umzustellen. Bin aber jetzt die letzten Monate beim besten Willen nicht dazu gekommen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Hier nochmal die Hatsune in groß. Voll cool. Jo. Pack mal die gute mal aus. So schaut die mit Stand natürlich aus. Schau mal, wo die überall zusammengeklebt ist hier. Du. Übrigens, jetzt mal sehr interessieren, was es so zu der Hintergrundmusik sagt. Das ist eine Playlist, die jetzt schon seit einigen Unboxings laufen habe. Ich finde sie ganz chillig. Sie passt einfach mal überall dazu. Plätschert schön im Hintergrund daher. Und ist natürlich, soweit ich weiß, nicht so laut. Hier, das Stand. Voll schön. Also, Hatsune Miku ist Wahnsinn. Also dieser Hype ist immer noch real, würde ich behaupten. Was die so rausbringen, ich würde es live extrem gerne mal sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber alleine die Technik dahinter, die ist irre. Was sie sich dabei gedacht haben, muss erst mal drauf kommen. Würde im Traum nicht drauf kommen. Da sehe ich schon die... Upsala, da war das Windows. Die Details, ich zeige sie nochmal schon mal hier. Die Details ja... Alter. Und das Lächeln. Ja. Jetzt hat ihr noch ein, zwei kleine Dinger. Die kommen wohl auf den Kopf hier drauf. Ein enges Kreis. Oh. Na, wusstest du wohl? Ja. Unser kleines Englischen. Voll cool. Das kleine Detail ist der Wahnsinn. Ich feiere das. Aber wirklich sehr. So, die gute kommt dann hier drauf. Was ich aber jetzt diesmal ohne Stress hinbekomme. Ich hoffe doch sehr, weil die Stands sind immer wieder eine Katastrophe. Oh, oh. Na. Wie ich gesagt habe, du musst völlig aufpassen, damit hier nichts in die Binsen geht.
jetzt steht jetzt die gute. Wunderbar. Wo kommt denn das Stöckchen? Da gibt es nämlich eine kleine Glocke. Bing, 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 bing. Und die hält die kleine wohl nach vorne hier. Jep. Jawohl, ja. Da haben wir sie schon. Hatsune Miku in der zweiten Second Winter Edition. Und ich drehe sie mal für euch langsam rum. Hammer geil. Feier ich sowas von hart. Also, und hier unten seht ihr die Pailletten hier von dem Kleid. Also auch hier der Teil unterm Rock quasi. Nicht falsch zu verstehen, ihr genau, nicht falsch zu verstehen. Glöckchen und wieder mal extrem groß. Wow. Also, Nierenbox, wie immer, selbst übertroffen. Massiv selbst übertroffen. Ich bin baff. Ich bin echt baff. Danke, danke, danke. Kann ich nur sagen. Und ihr wisst ja selbst. Wir schauen uns natürlich das Lootheft an. Denn das war's mit den Items. Tatsächlich. Blub. Schauen wir es uns an. Diesmal. Natürlich, thank you for the ordering this January 2019. Nierenbox. Das Discover Champion zeige ich euch nochmal. Ich glaube, heute werden wir nicht das Glück haben von der Kamera. Oder? Den mich übrigens sehr interessieren, ob wir das lesen können, wenn ich es pausiere. Diesmal ist das Thema The First Actions of the Year. Einmal Hatsugama, The First Tea Ceremony of the Year. Also, literally means the first kettle. It's an important event for anybody who value or is involved in the tea ceremony, such as geishas, maikos or the students and masters in schools of tea ceremony. Also geht es tatsächlich um Tee trinken, wurde zum ersten Mal 1565 gemacht. Und da nehmen über 4000 Leute teil. 4000 Leute trinken Tee. Klingt überwältigend. Und dann haben wir noch Kagizumi, the First Writings of the Year. Okay. One of the most popular events in Japan is the Kagizumi. Kagi means writing and Zumi means first. It's an event in which you write the first words of the year using calligraphy. Ah ja, genau, da habe ich schon von gehört. Man schreibt halt so, glaube ich, Wünsche auch kalligrafiert auf größere Leinwände. Oder auf so kleine Sachen, um sie in eine Box zu werfen. An einem Schrein, um halt zu hoffen, dass der Wunsch für das nächste Jahr wahr wird. Ich weiß nicht, habt ihr Wünsche fürs neue Jahr letztes Jahr geschrieben? Ich denke mir meine. So, da haben wir natürlich den Luffy, der Rumor Plushie. Also hier als erstes, ich zeige euch mal das Loot-Heft hier. Dann das Black Clover Yunomi. A Yunomi is a porcelain cup which is used daily in Japan to drink tea. Ah, this month we haven't sent you any Yunomi in your box, but a black cover version made near Kyoto. The engraving shows the main character Asta in the coat of his league. Is on the back. Limited and exclusive Neon Box Edition. Also, ein Limited Peugeot aus Kyoto. Das ist schon nice. So, wie ich schon richtig gedacht habe, das ist Tee. Ich bin kein großer Teetrinker, aber der von der Neon Box letztes Mal auch sehr, sehr angenehm. Der Oisha. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. It's a green roasted tea from Kyoto. The method consists in roasting classic tea at very high temperatures. Very popular among Japanese people because there's a leafy flavor and a low caffeine level. It's perfect to enjoy and relax on a winter evening. Also werde ich demnächst relaxen. Achso, und das ist eine eine Teebox. Macht natürlich Sinn, damit der Tee trocken bleibt. The drawing on the washi represents Mount Fuji, classic symbol of the new year. Natürlich Mount Fuji hätte ich mir denken können.
Pokémon Quest Towers. In this collection of Pokémon Quest Towers from the smartphone game. Okay, es gibt ein Smartphone-Spiel. Is quite convenient. Each tower stars natürlich ein Bild der Pokémon, also the face on a Pokémon. It's important to have clean hands before enjoying a hot tea. Vulva in Japan. Noch so natürlich. Und Hatsune Miku Figurine Winter Version. This month, the pretty virtual singer Hatsune Miku has hidden in your neon box. As we don't leave things half done, we found this wonderful figurine, which has been released in Japan. This little statue represents Hatsune Miku wearing winter clothes in its latest version. Es gibt nämlich eine Version, die davor schon kam, die hammergeil ausgesehen hat. Und damit würde ich sagen, sind wir tatsächlich schon am Ende. Ging diesmal, irgendwie werde ich schneller, obwohl ich älter wäre. Bin mir nicht sicher. Oder weil es weniger Items sind, deswegen wahrscheinlich. Ich unterschätze mich mal nicht. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Euer Lord Kalf sagt ciao, ciao. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auch gerne reinschauen in meinen Let's Plays und den alten Unboxings. Und ja, einen schönen Abend noch. Baba.